Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchten wir mal wieder was fürs Grillen machen. Eine Kleinigkeit so nebenbei, die leicht zu machen geht und schnell auf dem Grill fertig ist. Dann hat man nicht nur immer Würstchen und Fleisch, sondern auch mal eine Kleinigkeit mit Schafskäse oder mit einem Filet. Fischfilet. Lasst uns anfangen. Bis gleich. Für den Schafskäse brauchen wir natürlich Schafskäse, Oregano, Thymian, groben schwarzen Pfeffer, Knoblauch und Öl. Für das Stück Lachsfilet brauchen wir natürlich Lachsfilet, Öl, Salz und selbstgemachte Kräuterbutter. Fangen wir mit dem Schafskäse an. Ich nehme mir da eine Alufolie. Mach dann ein kleines Nest von im Endeffekt. Tröpfel dann ganz bisschen Öl nur. Das reicht schon. Und verteile das ein bisschen auf dem Boden. Jetzt lege ich den Schafskäse da rein. Ihr könnt ihn teilen, ihr könnt auch nur einen halben Käse nehmen. Teilt euch ihn auf, wenn euch das zu groß ist. Ihr habt da alle Möglichkeiten. Genauso kann man ihn in den Ofen machen. Und was für einen Schafskäse ihr nehmt, das ist euer Ding. Den ihr mögt, nehmt ihr. Ganz klar. Ich fange mit den Thymian an. Ich streue mir gerne das auf der Hand, weil ich sie so gelagert habe in den schönen Gläsern und verteile das schön auf der Oberfläche. Danach kommt Oregano. Genau dasselbe Spiel. Und verteile das wieder auf die Oberfläche. Fertig. Jetzt nehme ich den Pfeffer. Pack ihn in die Pfeffermühle rein. Hier seht ihr noch einen kleinen Rest. Aber grundsätzlich seht ihr, es ist in der Schublade. Und das verteile ich jetzt schön über meinen Käse. Das ist alles so, wie ihr das mögt. Das werdet ihr hinterher schnell rauskriegen, von was mehr und was weniger. Genauso nehme ich gerne ein wenig Chili dazu. Nur etwas. So, das stelle ich kurz zur Seite, weil ich den Knoblauch noch ein wenig fertig machen muss. Passt auf eure Finger auf, schneidet euch nicht. Immer schön aufpassen. So, das reicht schon. Jetzt lege ich den Knoblauch auch auf das Schafskäse. So, jetzt träufle ich noch ein bisschen Öl drüber. Nur ganz wenig. Und fertig. Jetzt packe ich es ein. Ihr könnt das genauso gut im Backofen machen, muss nicht auf dem Grill sein. Fertig. Und jetzt fangen wir mit dem Fisch an, mit dem Lachsfilet. Ich habe hier wieder ein Stück Alufolie, genau wie gerade. Form das ein bisschen so ein kleines Stück oder eine kleine Box und träufel da wieder ein bisschen Öl in die Folie. Das verteile ich wieder ein wenig, damit ich das Stück Lachsfilet, ist natürlich unterschiedlich, wo ihr es gekauft habt. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir es ein bisschen salzen. Das muss sein, sonst schmeckt es gleich nicht. Und jetzt benutzen wir die selbstgemachte Kräuterbutter. Butter im Geschäft kaufen, etwas warm machen im Topf, dass es ein bisschen flüssig wird.
alle Kräuter aus dem Garten, was ihr so findet, ob das Knoblauch ist, ob das eine Zwiebel ist, Petersilie, Oregano, alles was ihr habt im Garten, könnt ihr da reinschneiden. Thymian. Schön durchkneten. Wir mittlerweile haben das erst versucht in Formen zu pressen. Ein schönes Herzchen zu machen oder ein Bäumchen. Scheißendreck. Funktioniert überhaupt nicht richtig. Dann haben wir es aufgerollt. Das war genauso eine Quälerei. Ihr seht aus wie Scheiße. Wir sind dazu übergegangen. Packen das in ein ganz normales Glas. Frieren es ein. Ihr könnt es rausholen. Ihr könnt die Menge, die ihr braucht, benutzen. Und schon ist es wieder in Ordnung. Einfachste von der Welt. Mit einfrieren. Jetzt verteile ich die Kräuterbutter auf den Fisch. Es verläuft gleich eh. So. Jetzt noch ein ganz bisschen Öl drüber. Es soll nicht trocken werden. So. Und jetzt packen wir es ein. Und so haben wir zwei schöne Schiffchen gleich fürs Grillen. Eine nette Vorspeise. Jetzt nehmen wir die zwei Päckchen, einmal mit dem Filet und einmal mit dem Schafskäse und gehen damit zum Grillen. Das wird affengeil lecker. Der Grill ist vorgeheizt auf 200 Grad. Jetzt packen wir beide Päckchen in den Grill, schließen ihn. Der Schafskäse braucht ungefähr 4 Minuten. Der Fisch kommt auf die Dicke drauf an. Hier jetzt würde ich auch sagen 4-5 Minuten. Und dann sind wir fertig. Bis gleich. Ich bin ja so nervös. Ich gucke erstmal. Seht ihr? Der brutzelt schön. Hat fertig. Ich bin ja so nervös. Ich gucke erstmal. Guck mal, der wird, der kann runter. Seht ihr? Der brutzelt schön. Hat fertig. Seht ihr den Lachs? Sieht ja nicht geil aus. Kommt ihr mit? Wir wollen ihn probieren, was wir da so gezaubert haben und ob das schmeckt, wenn ihr das denn isst. So, Mädels und Jungs. Wenn man das noch sagen darf. Wollen wir mal schauen, was wir hier gezaubert haben. Guckt euch das an. Nicht zu weich, nicht zu fest. Perfekt. So. Macht es nach. Es ist so lecker. Lea und ich werden uns das jetzt gut gehen lassen. Es lohnt sich wirklich. Es ist schnell zu machen. Es ist schnell auf dem Grill vorbereitet. Mal was ganz anderes. Und wirklich lecker. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Zeigt uns, wenn ihr es gemacht habt. Schickt uns ein Video davon. Sagt, wie es geschmeckt hat. Wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Lea und ich sind glücklich, wenn wir Resonanz haben. Bis dann. Tschüss. Hadi, wie lange denkst du, dauert es, bis wir das Intro wieder gedreht haben? Ach, ich glaube, das dauert ein paar Mal. Ein paar Mal mehr oder weniger wird es werden, glaube ich. Bestimmt sogar. Ich tippe heute auf 7. Wow. 5 reicht. Kriege ich hin. Ja, dann los geht's. Lass uns anfangen.